Liebe Freundinnen und Freunde der mentalen Immunisierung, ich freue mich sehr, dass Sie wieder in die provisorische Impfzentrale unserer Praxis für politische Medizin gekommen sind. Es herrscht hier reger Betrieb, wie Sie hören. War natürlich ein Scherz. Ich sitze hier im Keller der Redaktion des Zeitpunktverlags. Hinter mir sehen Sie die Leitung für den Impfstoff. Wir können also liefern und damit komme ich zu einem wichtigen Punkt des Beipackzettels unseres Vakzins. Dies ist kein Kabarett, abgesehen von dieser Einleitung. Wir finden einfach, dass gerade in Zeiten wie diesen, wo vieles nicht so läuft, wie es sollte, dass wir da den Humor nicht verlieren dürfen. Deswegen muss ein Arzt für politische Medizin, auch wenn er selbst ernannt ist, muss er Hofnarr spielen. Also die Wahrheit sagen. Und weil das gefährlich geworden ist, soll es doch wenigstens Spaß machen. Ich verrate Ihnen heute also eine möglicherweise gefährliche Wahrheit, und zwar zur Sterblichkeit des Jahres 2020. Alle denken, dass das letzte Jahr eine höhere Sterblichkeit hatte als sonst, dass mehr gestorben wurde. Das trifft auch zu. Das sehen wir an dieser Grafik über die Sterblichkeit. Sie zeigt, wie viele Menschen auf 1000 seit 1950 gestorben sind. Und man sieht, 2020 waren es 8,54, so viele wie nie seit 2003, also seit 17 Jahren. Über die Gründe verrät die Grafik natürlich nichts. Und ich kann mir jetzt vorstellen, was Sie vermuten, aber schauen wir genauer hin. Das Alter spielt bei der Sterblichkeit natürlich die absolut entscheidende Rolle. Logisch, je älter, desto näher ist man dem Tod, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit zu sterben. Die wenigsten Menschen sterben ja heute an Altersschwäche. Dafür gibt es vermutlich nicht einmal ein Kreuzchen auf dem Formular und eine Position in der Statistik. Man stirbt heute an allem Möglichen, nur nicht am Alter, obwohl es als Todesursache von höchster statistischer Relevanz ist. Es kommt also sehr darauf an, wie groß der Anteil der alten Bevölkerung ist. Wenn er wächst, dann nimmt auch die Zahl der Sterbenden zu. Logisch. Schauen wir uns einmal an, ob und wie der Anteil der älteren Bevölkerung zugenommen hat. Hier kann ich leider keine Grafik, sondern nur eine Tabelle bieten. Immerhin, sie zeigt in absoluten Zahlen, wie viele Menschen der verschiedenen Altersklassen in den Jahren seit 2010 in der Schweiz lebten. Nach 11 Jahren insgesamt 10,5% mehr Bevölkerungswachstum. Die Spalte ganz rechts zeigt die prozentuale Veränderung in diesen 11 Jahren an. Und man sieht, die Zahl der 90-Jährigen und älter ist um 37% gestiegen. Mehr als jede andere Altersgruppe. Das ist ein Erfolg der Medizin. Mit 30% am zweitstärksten gewachsen ist die Gruppe der 70-Jährigen und 70- bis 80-Jährigen. Das ist das Resultat des Aufschwungs nach dem Krieg und des Babybooms. Und man sieht auch, dass die Teenager trotz allgemeinem Bevölkerungswachstum weniger geworden sind, minus 3,3%. Die Erwachsenen haben offenbar Wichtigeres zu tun, als für Nachwuchs zu sorgen. In Deutschland sieht es übrigens ganz ähnlich aus, wie diese Grafik zeigt. Ein Zuwachs von 36% bei den Menschen von 80 Jahren und älter. Jetzt, wo wir wissen, dass die Gruppe der Hochaltrigen am stärksten gewachsen ist, möchten wir doch wissen, ob ihre Sterblichkeit im vergangenen Jahr wirklich rekordhoch war. Diese Tabelle zeigt die Sterblichkeit der jeweiligen Altersgruppen. Die Maximalwerte in Rot liegen vor allem in den Jahren 2010 bis 2012. Das waren ungesunde Jahre. Die höchste Sterblichkeit hatten die 90-Jährigen 2012 und nicht etwa 2020. Die hellen Werte, die unterdurchschnittlichen, finden wir vor allem in den Jahren seit 2016. 7 Altersgruppen erlebten 2019 und 2020 sogar die gesündesten Jahre. Das sind die grünen Werte. Wir sehen aber auch, dass die Menschen über 80 im Jahr 2020 mindestens überdurchschnittlich oft gestorben sind. Das sind die dunkelroten Werte, die überdurchschnittlichen. 2020 war also ein überdurchschnittlich gesundes Jahr. Allerdings nicht für die Alten, aber auch für Sie waren die Jahre 2010 und 2012 schlimmer. Erinnern Sie sich an irgendwelche Horrormeldungen aus diesen Jahren?
Ich nicht. In absoluten Zahlen war 2013 das Rekordjahr des letzten Jahrzehnts. Die Newsseite des Staatssenders SRF vermeldete im Jahr darauf, 2013 war ein Todesfallrekordjahr. 65.000 Tote. In der Schweiz sind im letzten Jahr so viele Personen gestorben wie seit fast 100 Jahren nicht mehr. Als einen der Gründe für die Zunahme bezeichnet das Bundesamt für Statistik die demografische Alterung. Immer mehr Menschen erreichen ein hohes Alter, was mit einem erheblichen Sterberisiko einhergehe. Das war's. Keine Warnung vor Überlastung der Spitäler, kein Klatschen auf den Balkonen, keine Schutzmaßnahmen, Partys das ganze Jahr. Fazit: 2020 sind vor allem mehr Menschen gestorben, weil mehr Menschen alt geworden sind. Und eine Überlastung der Spitäler bestand vor allem deshalb, weil die Zahl der Spitalbetten reduziert wurde. Um 63% seit 1983, um genau zu sein. Und dies, obwohl man wusste, dass der Anteil der älteren Bevölkerung laufend steigen würde. Das weiß man ja anhand der Geburten. Denken Sie darüber, was Sie wollen. Ein Respekt vor Corona ist angebracht, vor allem wenn Sie 80 Jahre oder älter sind. Aber Angst? Angst vor allen Mitmenschen, das ist völlig unangebracht. Wenn schon, sollte man Angst vor den Gesundheitsmanagern haben. Das war jetzt vielleicht eine unangemessene Bemerkung. Ein Arzt für politische Medizin sollte Zuversicht verbreiten. Das wollen wir in der nächsten Konsultation tun. Deshalb befassen wir uns mit Immunität. Im Lateinischen, wo der Begriff herkommt, bedeutet er frei von Pflichten oder Abgaben. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Mit gravierenden Folgen, wie wir sehen werden. Wenn Sie an bleibender Immunisierung interessiert sind, sollten Sie regelmäßig unsere Impfzentrale besuchen. Dazu drücken Sie hier auf den Abo-Knopf. Die Konsultationen sind kostenlos, die Nebenwirkungen unabsehbar. Aber jetzt raus aus der Impfzentrale und rein ins Leben. Und bleiben Sie sich treu. Tschüss.